Am 12. Dezember haben sich Engagierte der Kreuzkirche und von Integration e.V. auf den Weg zur zentralen Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in Blankenburg gemacht, um die Aktion Weihnachten im Flüchtlingsheim durchzuführen. Die Veranstalter möchten Freude in die häufig frustrierten Familien bringen. Dazu Pastor Martin Seidlitz und Vereinsleiter Lobe Ndumbe Cyril. Jetzt zum 5. oder 6. Mal, wir wissen es gar nicht ganz genau, ne? Nee, weiß auch nicht mehr, aber das macht uns natürlich stolz, die Kinder so ein bisschen Freude zu schenken. Ja, wir merken halt einfach, die Kinder sind nicht lange hier. Die Idee ist ja, dass sie hier registriert werden, dass sie dann aus der Landeseinrichtung relativ bald wieder abgeschoben werden. Und wir wollen einfach den Kindern Freude schenken. Hierfür wurden seit September Vorbereitungen getroffen. Ab November wurden dann Geschenke für die 54 aktuell in der Unterkunft lebenden Kinder gesammelt. Genau sortiert nach Alter und Geschlecht und weihnachtlich verpackt. Besonders Kinder der Grundschule Starkenweg und ihre Eltern halfen tatkräftig mit, Spielsachen, Süßigkeiten und andere Geschenke zu besorgen. In diesem Jahr hatten wir zum ersten Mal die Grundschule Starkenweg. Ihr seid die Größten gewonnen. Die haben die allermeisten Pakete gepackt für die Kinder. Und das ist einfach super. Wir netzwerken gerne und wir nehmen jeden, der mit uns Gutes tun will. Und jetzt freuen wir uns total drauf, dass gleich die Bescherung losgeht und wir all diese Geschenke, die liebe Leute gepackt haben, endlich weitergeben. Wichtig ist es, laut Lobe Ndumbe Cyril vom Verein Integration e.V., dass nur neu gekaufte Präsente verpackt und verschenkt werden. So wolle man verhindern, dass womöglich nicht mehr ansehnliche gebrauchte Dinge eingetütet werden, wie es durchaus in den vergangenen Jahren schon vorgekommen sei. Dies wäre dann sehr enttäuschend für die Kinder. Das sei natürlich nicht das Ziel, so die Organisatoren. Wir wollen denen ein Signal senden, auch wenn ihr vielleicht Deutschland wieder verlassen müsst. Aber wir wollen euch trotzdem was Gutes tun. Ihr seid uns wertvoll. Und da sehen wir einfach so eine Lücke. Und da springen wir als Kirche rein und ihr als Verein Integration. Und wir machen ganz viele Projekte einfach so zusammen. Genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Aktion. Gott ist bunt. Ne? Wir haben natürlich auch die Weihnachtsmänner. Hier, wir sind auch bunt und das ist für uns ein Zeichen gegen Rassismus. Bevor zu eigens eingeprobtem Gesang angestimmt wurde, überreichten die zwei afrikanischen Weihnachtsmänner dann im Rahmen einer kleinen Feier den überglücklichen Kindern ihre Präsente. Das Team von Radio Globale wünscht allen Zuschauern frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!